Ich wollte eigentlich einen angenehmen Freitagabend verbringen. Ich war nicht so der Partytyp und wollte auch nicht feiern gehen. Mein Zimmerkollege war über das Wochenende nach Hause zu seinen Eltern gefahren und ich hatte eine ganz große Wohnung komplett für mich alleine. Ich machte das, was ich oft tat, wenn ich gelangweilt war. Ich öffnete Facebook und ging auf Reddit und verschiedenste andere Seiten, bei denen ich einfach von einem Link zum nächsten sprang. Manchmal verlor ich mich sogar in den dutzenden offenen Tabs, die ich hatte. Ich klickte rüber zu Facebook und bemerkte, dass Marie online war. Ihr müsst wissen, Marie ist ein Mädchen, in das ich schon unfassbar lange verliebt bin. Ich hatte häufig mal versucht, sie zu überreden, mit mir Zeit zu verbringen. Doch nur selten hatte es auch wirklich geklappt, da meistens meine Zimmerkollegen dazwischen kamen oder sie noch abgesagt hatte. Doch dieses Wochenende war perfekt geeignet für ein Treffen. Ich war alleine und wir könnten tun, was wir wollen. Ich öffnete den Chat und schrieb mit ihr. Ich schrieb ganz normal Hi. Das Gespräch dauerte ein wenig und ich erinnere mich sogar noch, dass ich ihr schrieb, sie solle morgen mal vorbeikommen und bei mir übernachten, da ich ganz allein in der Wohnung Angst hätte. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Gespräch nur daraus bestand, dass ich sie fragte, ob sie vorbeikommen will und sie irgendwie stets sich rausredete. Sie war halt eher das schüchterne Mädchen. Während ich so mit ihr schrieb und manchmal minutenlang auf eine Antwort wartete, sah ich einen der Tabs, der sich gerade neu lud. Ich bemerkte es nur nebenbei und es interessierte mich auch nicht wirklich. Manchmal wird man irgendwann weitergeleitet oder ein neuer Kommentar kommt dazu oder was auch immer und dann lädt so ein Tab neu. Mein Interesse war sowieso nur auf den Chat mit Marie gerichtet. Plötzlich zeigte Facebook mir, dass Marie gerade am Schreiben war und ich spürte erneut ein langsam stärker werdendes Herzklopfen in der Brust und eine Hoffnung, dass sie endlich Ja sagen würde und vorbeikommt. Doch dann wanderte meine Aufmerksamkeit etwas von dem Chat ab. Denn plötzlich fingen all meine Tabs an, neu zu laden. Alle außer Facebook. Es sah komisch aus und war auch nicht normal. Da ich verwundert war, was hier überhaupt geschah, klickte ich auf einen der Tabs und sah mich kurz um. Ich klickte auf den ersten Tab und sah mich. Nach einem kurzen Schock dachte ich, dass ich wohl auf einen Knopf gekommen bin und meine Webcam aktiviert haben muss. Ich scrollte etwas runter auf der Website, wo ich zu sehen war und erschrak erneut. Unter meinem Bild war ein Chat. Mehrere Leute chatteten untereinander, während sie mich beobachteten. Ich fing an, die Nachrichten zu lesen und las Dinge wie: Habt ihr das gesehen, wie er sich erschrocken hat? Er hat uns vermutlich bemerkt. Er tut mir so leid, dass wir ihn beobachten. Oder auch: So ein Idiot, dass er es nicht bemerkt, dass seine Webcam an ist. Ich konnte kaum noch atmen, da dieser Chat bereits seit einigen Stunden lief. Ich guckte nach, doch meine Webcam war eigentlich ausgeschaltet. Ich sah mir die Website an und bemerkte seltsame Sätze, die unter meinem Bild zu sehen waren. Der Betreiber der Seite blendete Dinge ein wie: Du hast uns bemerkt, lächle doch oder auch die Welt sieht dir zu. Ich schloss den Laptop sofort und verschloss meine Haustür. Dann sah ich mich ruhig in mein Apartment um. Und die unglaubliche Ruhe fing an, mir Sorgen zu bereiten. Meine Gedanken kreisten, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und hörte ein seltsames Piepen in meinem Ohr. Ich hatte durchgängig das Gefühl, ich stünde kurz davor, das Opfer eines Psychopathen zu werden. Es war, als wäre ich die Hauptperson in einem Horrorfilm, also die Hauptperson, die getötet wird. Minuten vergingen schnell, während ich nur meine Tür anstarrte. Alle Nachrichten, die ich gelesen hatte, kreisten in meinem Kopf umher. Leuten sagte, ich hätte es verdient. Andere sagten, sie hätten selbst Angst, wie so etwas passieren kann. Doch das Schlimmste war zu wissen, dass irgendwer diese Seite extra betrieb, um mich auszuspionieren und mir Angst zu machen. Ich war kurz davor zu weinen, als ich dachte, ich hörte meine Tür klingeln. Sie klang verzerrt und anders als sonst. Ich sah nach und niemand war dort. Mein Verstand war mittlerweile so überlastet, dass ich mir solche Dinge schon einbildete. Langsam wurde meine Panik größer. Ich rannte in mein Zimmer und verschloss die Tür. Ich wollte eigentlich jemanden anrufen, da ich Hilfe brauchte, aber mein Handy lag bei meinem Laptop. Und ich wollte weder mein Zimmer verlassen, noch zum Laptop gehen. Ich machte die Augen zu, versuchte einfach zu schlafen. Ich betete vor dem Einschlafen. Ich tat es sonst nie, aber es erinnerte mich an früher. Immer dann, wenn ich es mit meinen Eltern gemacht hatte. Und irgendwann schlief ich tatsächlich ein. Und ich war erleichtert, als ich aufwachte, denn ich war immer noch am Leben. Doch die Freude hielt nur kurz an, denn ich musste zur Uni und dort brauchte ich meinen Laptop. Dies zu wissen, brachte all die gruseligen Erinnerungen wieder zurück. Doch ich nahm meinen Mut zusammen und versuchte mein Bestes, mein Leben weiterhin zu genießen, auch wenn es mir schwer fiel. Einige Tage vergingen und meine Paranoia wurde immer weniger. Zwar fühlte ich mich zu Beginn bei egal was ich tat beobachtet,
aber mit der Zeit sank die Angst. Eine Woche nach diesem Vorfall konnte ich sogar wieder normal meinen Laptop benutzen. Und auch wenn diese ganze Situation ziemlich scheiße für mich war, bekam ich doch eine gute Sache mit. Das Mädchen, Marie. Sie stand tatsächlich auf mich. Wir schrieben ganz viel und fingen auch an, ein wenig über Video zu telefonieren. Natürlich wusste ich, dass dies eine blöde Idee war, deswegen skypte ich auch mit ihr nicht von meinem Laptop, sondern von den PCs in der Bücherei, die neben meinem Haus waren. Wir sahen uns nur und sprachen nicht. Also war es eigentlich wirklich perfekt in der Bibliothek. Es waren zwar überall Leute, aber da wir sowieso nicht redeten, sondern alles über Schreiben klärten, konnten wir ungestört sein. Und ich war mir sicher, dass ein Hacker sich hier nicht so gezielt reinhacken könnte. Doch auch wenn alles super schien, kam eine Sache dazwischen, die mich zwang, mit meinem Laptop von zu Hause zu skypen. Denn Marie schlug vor, sich vor der Kamera auszuziehen. Ich war überrascht, aber was soll ich sagen? Sie ist wunderschön und es war ein jahrelanger Wunsch von mir. Ich sagte sofort zu. Nachts um 22 Uhr sollte es dann losgehen. Sie akzeptierte auch, dass sie mich dabei nicht sah. Ich log und sagte ihr, ich hätte keine Kamera gehabt. Und sie meinte, sie wolle eh nicht wissen, was ich tue, während sie ihre Show für mich macht. Und dann kam es dazu. Ich stellte sicher, meine Webcam war aus und klippte sogar ein kleines Stück Isolierband drüber. Und dann ging es los. Marie rief mich an und zog sich aus. Ich gehe da jetzt mal nicht genau drauf ein, aber es war wirklich schön für mich. Ich wollte mit Leuten darüber reden, doch ich versprach Marie, niemanden davon zu erzählen, weil es ihrem Ruf schaden könnte. Also ging ich auf Omegle, um irgendwelchen Fremden von meinen Erlebnissen zu berichten. Es war vielleicht nicht das Normalste, was ich getan habe, aber ich wollte einfach drüber reden. Ich erzählte den fremden Leuten bei Omegle alles. Ich erzählte ihm von meinem Videochat mit Marie, aber auch von dem Moment, wo ich ausspioniert wurde. Die meisten glaubten mir gar nicht erst und klickten mich einfach weg. Doch ich traf eine Person, die sogar sagte, dass sie den Live-Chat gesehen hatte. Ich war richtig erschrocken. Ich meine, es war eine dieser wenigen Personen da, die mich auch beobachtet hatte. Er fragte mich, ob ich die Polizei bereits gerufen hatte. Und ich verneinte. Ich dachte, dass ich es sowieso nicht beweisen könnte und verschwieg es deswegen. Aber mein Chatpartner bestand darauf. Er sagte, dass man meine IP-Adresse herausfinden könnte und die Person, die den Chat betrieb, dann sogar meine Adresse hätte. Ich fragte verwirrt, ob sowas denn wirklich ginge oder nur ein Märchen ist. Und seine Antwort schockierte mich. Der Raum, in dem ich saß, wurde gefühlt 10 Grad kälter. Ich bekam eine Gänsehaut und starrte gefesselt auf den Bildschirm. Die Person schrieb mir über Omegle, dass der Chatbetreiber so erfahren könne, dass ich im 4. Stock des Wohnhauses in San Jose, Kalifornien lebe. Ich konnte mich für einen Moment nicht bewegen. Meine Gedanken kreisten wieder und mein Atem stockte. Ich drehte mich um und war erleichtert zu sehen, dass ich meine Vordertür abgeschlossen hatte. Ich versuchte mich zu beruhigen, doch dies war leichter gesagt als getan. Ich versuchte zu hören, ob jemand bei mir ist und hörte, wie eine Flasche in der Küche sich vom eingedrückten Zustand wieder ausdehnte. Bei dem knackenden Geräusch erschrak ich. Mein Herz klopfte unaufhörlich. Ich drehte mich wieder zu meinem Laptop und sagte zu der Person, dass ich jetzt schlafen müsste. Sie sagte mir gute Nacht, doch bevor ich den Chat beenden konnte, sagte sie noch Halt. Ich war verwundert und wollte sehen, was die Person noch zu sagen hatte. Die Person schrieb mir dann: Ich habe etwas vergessen. Lächle, die Welt sieht dir zu. Und dann disconnectete er. Ich guckte oben auf meine Kamera. Und das kleine Stück Isolierband war abgefallen.